jemand? Ja, willkommen zurück, da sind wir wieder. Ja, Es wir ist auch. mal dunkel. Da steht schon jemand. Hallo, Es ist Frau zum mit Glück Motorradhelm. Wockedi-Pockedi. Ja, vor allem stehst du da so total bedrohlich mit den Fäusten erhoben. Ich kann auch ein Gewehr in die Hand nehmen. Das ist noch schlimmer. Wenigstens ist es diesmal dunkel. Und was ich eigentlich schon in der letzten Aufnahme noch loswerden wollte, das habe ich dann aber vergessen, ist: Wie wäre es denn, wenn wir unser Häuschen da auf die Insel bauen? Das habe ich auch schon überlegt, aber das ist so ein bisschen wie präsentiert. Weißt du, was cool ist? Na? Ich könnte dir jetzt sofort einen Headshot verpassen. Könntest, aber du wirst nicht. Das ist das, was du denkst. Oh, da ist noch Ja. einer. Achso, lass uns nochmal gleich Gruppe machen, dass wir wieder so einen lustigen Fall über den Kopf haben. Ja, lass mal Gruppe machen. Wer das Machst du mal? Hey, Gruppe? mach Gruppe. Ich mach Gruppe? Warte. Ich mach Du schießt Gruppe. mir nicht in den Kopf, weil dann schießt Do not group invite. Ismo vor dir in den Kopf und dann Warum? ist er allein. Invite to Weil group? einer Nö, mich dann ja brauche rächen ich. muss. Achso, jetzt muss ich das hier eintippen jetzt, wie er heißt? Ja. Muss ich auch noch Oh, der tippen. Nebel ist weg. Ich glaube, es wird Tag. Irgendwann habe ich ihn ausgeschaltet. Ja. War er. Sitzt immer ein Zombie am Lichtschalter, hätte ich fast gesagt. An der Nebelmaschine. Invite? Huch. Hast du eine Meine Invite Güte. bekommen? Ja, habe ich. Sehr unauffälligen, möchte ich sagen. Ah. Ja. Ah. Schreibt man das so? Hast du Fällt auch die ein? eigentlich ein? Ismo hast du. Ja, hervorragend. Das läuft ja wie Ah, geschmiert. wunderprächtig. Das Ihr läuft ja wie steht bei mir geschmiert. auch beide schon am Bildschirmrand. Ja, Also in ich sehe euch nur nicht. Luftform. Also du willst wirklich auch. Ich habe mir das auch gedacht mit dieser Hütte auf der Insel. Sollen wir das Ja, wagen? oder? Dann Ja, müssen wir wieso gleich denn nur nicht? gucken, wie wir die Woodplanks dahin transportiert bekommen. Kommt man denn Ins Inventar überhaupt? mitnehmen und dann rüberschwimmen. Kommt man denn überhaupt dahin? Ja, zu Fuß. Also man kann da durchschwimmen, ja? Ich gehe da Ich habe jetzt mal das ja noch hin. nicht so ausprobiert. Ich gehe da jetzt mal Schwimmen hin. kann man nicht, weil eigentlich nichts tief genug ist. Man will quasi durch. Ja gut, dann ist das ja nicht so schwer. Weil ich dachte, dann hätten wir ja quasi so unsere kleine Burg mit unserem eigenen kleinen Burggraben. Genau, und alle können uns von außen sehen und wegsnipern. Ich habe eine Woodplank Hast du gefunden, gehört, aber was ich habe ich keinen gesagt Platz habe? dafür. Wie bitte? Alle können uns von Wegsnipern. hier vom ganzen Ufer, können die sich überall hinknien und uns wie auf einem Präsentierteller wegsnipen. Ja, von mir aus können wir uns auch irgendwo eine Felswand Ich bauen. würde die hier zwischen die Bäume bauen. Also in diese Landzunge hier. Warte, ich lauf mal hin. Schmeiß jetzt tatsächlich mal die Autobatterie weg, damit ich die Woodplanks mitnehmen kann. Die Oh, bleibt ja hier. da steht auch eine Hütte. Auf der Insel? Ja, da wo ich jetzt gerade hinlaufe. Oh mein Gott! Hatte schon einer die gleiche Idee, wie es aussieht? Nee, das ist eine NPC-Hütte. Ach so. Ja. Du sprichst hier rum. Hier ist auf jeden Fall alles voller Munition. Ich nehme mal was mit. Vielleicht finde ich. Oh, Ja, oh, wir wollen da ja auch habe noch ich. das Gutparadies plündern. Ich habe hier gerade eine Waffe gefunden, die ich nicht mitnehmen kann. Ich habe. Ach, dem Hammer, das braucht doch keiner. Warn mich doch vor, Himmel noch eins. Hallo. Meine Ich Güte. bin übrigens in deinem Haus. Ja, das habe ich gemerkt, danke. Hab mir fast in die Hose gepipit hier. Das ist ja ekelhaft. Ist ja ekelhaft. So, ich habe eine Waffe gefunden. Was braucht die denn? Natürlich braucht sie was, was ich nicht habe, oder? Was Doch, brauchst du zwei denn? Kugeln. Ich habe zwei Kugeln, zwei 23er. Zwei Aber ich habe immerhin dreiundzwanzig? zwei Schuss. 223? Was ist denn das für eine Waffe? Ein Lightweight, yet still pinpoint accurate assault rifle. Halt Gesundheit. mich fest. Ein Accurate Assault Rifle. Okay. Mit zwei Schuss. Na super. Immerhin, ja. Immerhin. Besser als Und ein wenn ich dann Schuss. alle verschossen habe, dann hau ich die den Zombies einfach über die Rübe. Ja. Das macht Sinn. So, in dem Haus hier ist zum Glück keiner. Aber ich würde die Hütte dann hier vorne zwischen die Bäume bauen. Einfach hier so mitten zwischen, wo ich hier gerade stehe. Könnt ihr mich sehen? Nein, aber Ja, ist in doch, mich Ordnung. schon. Genau. Wir Was ernennen brauchen dich wir halt hiermit noch? offiziell zum Bauleiter. Okay, alle mal herkommen und Woodplanks mitbringen. Haha. Ja, ich sammle gerade schon extra ein paar. Hervorragend. Also ich habe jetzt schon drei an der Zahl. Natürlich eine unglaublich beeindruckende Menge. Ja, Ich ich weiß habe noch mehr. Ich gar habe nicht, wie einen. viele wir brauchen. Was hatte ich letztens gesagt?
irgendwie, wir brauchen noch ein paar. 20 oder so? Ja, irgendwie sowas. Ein Paket Salz. Man muss ja wirklich genau auf den Betten gucken, ne, wenn es dunkel ist. Manchmal liegt da was drauf. Ja, ihr könnt mein hübsches ja, Gewehr lag da. Ihr könnt euch ja die Taschenlampe anmachen, ne? Langweilig. Kann ja jeder. Genau. Da wird man noch gesehen und erschossen. Pech. Bei meinem Glück kommen die Kiddies mit ihrem Auto wieder vorbei. 9mm Munition liegt hier so viel rum, nur keine Waffe, die man damit benutzen kann. Bräuchte 223er. Ach, du warst ja hier unten schon in den Häusern, ne? Ja. Ja, dann brauche ich da ja nicht noch gucken. 380er Munition habe ich jetzt wieder. Warst du schon in diesem schmucken weißen Haus? Nein, da bin ich gekonnt daran vorbeigelaufen. Okay, dann gehe ich da mal rein. Hier wächst schon das Gras durch den Fußboden. Auch schön. Mhm. Scheint eine taufrische Hütte zu sein. Absolut. Hier ist noch eine Flasche Wasser. Oder eine Flasche ohne Wasser, genau genommen. Eine Tarnkappe. Wenn die leer ist, nimm die einfach mal mit. So, Treibstoff herstellen. Na gut. Ja. Um Himmels Willen. Schreit hier doch nicht so rum. Ich krieg noch einen Herzinfarkt. Meine Güte. Das erinnert mich ein bisschen an, ich weiß nicht, was Switch mit, ich habe Angst vor peinlichen Pausen und so. Sowas gab's doch da mal. Um Himmels Willen. Und dann schreien sie an. Meine Maus vom Tisch geschmissen hier. Gott. Ich bin froh, dass mein Stuhl Armlehnen hat. Wo seid ihr denn jetzt? Ich bin in irgendeinem Haus. Toll. Wo Gras durch den Fußboden wächst. Die beste Möglichkeit, um sich wiederzufinden. Und wo hast du jetzt, warum hast du dich jetzt so, was ist denn da? Oh, was ist was? War da wieder ein Wolf? Ja. Was auch sonst. Zombies gibt's hier ja keine. So, ich komm mal zu dir. Ich sehe ja deinen Pfeil da hinten am Ufer. Ja, da will ich ein Häuschen hier bauen. Sind aber noch zwei Fässer, die mache ich erst noch kaputt. Vielleicht kriege ich ja noch eine Wood Plank. Ja, hier ist auch noch, auf der Veranda stehen auch noch zwei Fässer. Die mache ich auch noch mal schnell weg. 9mm, toll. Ja, da gibt's etliche von. Das stelle ich auch gerade fest. Aber wie gesagt, keine Waffe, die es tragen kann. Die es verschießen kann. Tragen kann. Nimm dies. Hier hat einer das Bett kaputt gemacht. Stühle kann man auch zerhacken. Ich weiß nicht, ob die eine Woodplank geben. Ja, kann man ja ausprobieren. Huch, wo bist du hin? Ich sehe deinen Pfeil nicht mehr. Aber kann man nicht Woodplanks craften? So. Warte, ich komme wieder hier vorne hin. Wie kann man Woodplanks craften? 35 Woodsticks. Mit 30 Woodsticks? Nein, weiß ich nicht. Doch, ich glaube, das ist sogar tatsächlich richtig. Wirklich? Ich habe 308er Munition gefunden. Was hast du gefunden? Du hast 308er Munition gefunden? Ja, zwei Schuss. Ist ja cool. Verdammt. Und ich nicht. Ich sag ja, besser als nix. Hallo. Wo bist du jetzt? Ah, warte mal. Man kann Woodplanks aus einem Woodlog craften. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal schießen. Einfach mal so just for happiness. Einfach, weil ich diese Kugeln gefunden habe. Ja, verrat unsere Position. Schieß ruhig. Mach ich auch. Da guck da hinten, da kreucht doch irgendwas. Oh nein, nicht hinsetzen. Also wir müssen... Ja, ein Hirsch kreucht da. Wir müssen Bäume fällen. Aber nicht die hier, da wo wir das Haus zwischenbauen. Macht denn der eigentlich da im Wasser? Egal. Ach du? Also hier wollen wir unser Haus bauen, ja? So benachbart zu dem NPC-Home, ja, oder was? Ismo, okay. Wärst du schlau gewesen, hättest du den Wolf da unten weggesniped, der jetzt zu uns hochkommt. Ach so, der. Ich hab den weiter weggenommen. Ja, den dann von weiter nehm ich hinten. Den. Ja, mach mal. Hab ich überhaupt noch Pfeile? Ich habe einen. Okay, also ich habe jetzt ein paar Woodplanks. Ja. Ich kann damit aber noch nicht viel machen. Ich muss mal gucken, kann ich damit was discovern? Ich kann ja bis jetzt nur eine Scheunentür bauen. Ja, so eine kleine Hütte kann man als erstes machen, ne? Irgendwie. Ich habe schon wieder einen Wolf gehört. Ich glaube, ich werde mich gleich wieder erschrecken. Genau, Basic Shack habe ich jetzt gelernt. Ja, genau. Das ist so ein ganz kleiner Holzverhau auch nur. Aber wir wollen ja richtig hier so was richtig Geiles machen, oder? Wollen wir mal richtig auf die Kacke hauen. Ja, wollen wir hier schon. Mit die großen Hunde pissen, wa? Genau. Dann machen wir auch ein Passwort für die Tür. Vergessen das und kommen nie wieder rein. Genau. 0815. So.
Also, was, ja gut, aber vielleicht, weiß nicht, braucht man vielleicht eine Basic Shack, um was anderes zu bauen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Wie geht denn das? Wer kennt sich denn hier aus? Ich finde nur, dass diese Player-Homes, an denen man ja vorbeiläuft, und auch in der Testaufnahme war ich ja an einigen vorbeigekommen, die ja sehen ja aus, als wären die auch mit Metall gebaut. Also braucht man ja bestimmt auch diese Iron Scraps oder genau, sowas. Genau, da musst du ja richtig losgehen jetzt hier und Autos looten, ne? Genau. Ja. So, Basic Shack, kleine Hütte. Bauen wir die jetzt trotzdem hier hin, oder was? Ja, würde ich sagen, denn dann können wir da erstmal irgendwie was reinbasteln, wo wir dann unseren ganzen Kram lassen können. Frag mich ja manchmal, kann man die auch kaputt machen? Ja, kann man, mit dem Abrisshammer. Nein, nein, also nicht man selbst, sondern andere Spieler. Ja, genau. Die okay, können mit das dem ist dicken, ja fies. Die können mit dem dicken Abrisshammer so lange darauf rumholzen, bis sie kaputt sind. Sehr gemein. Aber das dauert wohl dementsprechend ein bisschen. Große Hütte. Also für alle, die jetzt hier uns zugucken, ich spoiler so ein bisschen für mich selber. Ich habe mir ganz rotzefrech einfach mal so die Rezepte ausgedruckt und gucke da gerade rein und sehe, dass man ein Large Shelter, also eine große Hütte aus 4 Metal Brackets, 8 Nägeln, 4 Wood Planks und 4 Metal Sheets basteln kann. Wir haben nicht schon. Wir haben, doch, Nägel habe ich schon. Wood Plank, Metal Sheet. Kann man Metal Sheet, wie macht man Metal Sheet? Mal ein bisschen was, ich stelle fest, ich habe sehr großen Hut. Metal Sheet macht man aus zweimal Metal Bar. Wie mache ich eine Metal Bar? Aus einmal Scrap Metal. Okay. Da. Also Autos. Autos looten. Und dann Wood Plank und Metal Sheet. Metal Bracket, wie mache ich ein Metal Bracket? Aus Scrap Metal. Okay. Dann, ja. Wow. Ja. Autos looten. Willst du mich blitzdingsen jetzt? Ich hätte einen besseren Bogen für dich. Oh, ja. Komm mit. Der hängt in der Hütte an der Wand. Ja. Guck, ich bin da gar nicht reingegangen, weil ich dachte, du bist da schon durchgelaufen. Bin ich auch. Ja, guck, Ding. Spotlight. Ja, ja, ja. Dann schmeiß ich mal meinen Schrottbogen hier weg. Und nehme mir. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ja. Nur ich? Bin ich so hässlich? Nein, aber den Motorradhelm. Der ist so hässlich, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir ins Lootparadies. Das ist da hinten. Da kommen wir ja gerade her, oder nicht? Ja. Janni, da standen aber auch ganz viele Autos. Im Lootparadies. Und den Bogen, da benutze ich jetzt ganz normal meine. Ja. Beide, ja. Mal ganz kurz gucken, dass ich vielleicht mal ein paar herstelle. Oh, ich habe ein bisschen sehr viel Hunger. Musst du ein paar Beeren essen? Wolf. Gut. Wolf greift Reh an. Tschüss, Wolf. Ja, das ist der Lauf der Dinge, ne? Ja, tschüss. Das Thema Wolf hat sich erledigt. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug Pfeile. So. Hier ist Lootparadies. Steht hier auf dem Schild. Lootparadies. Hey! Lass ja mich eiskalt alleine hier. Wo seid ihr hin? Ach da. Und weg ist der Pfeil. Ihr seid mir vielleicht mal ein paar. Wieso? Lass dir das arme Mädel hier allein im Wald stehen. Ach komm schon, stell dich nicht so an. So, ihr traut mir das zu, dass ich mich verteidigen kann, das ist... Genau, weil ich hätte jetzt mal ganz rotzefrech die Hütte hier zwischen gebaut. Wie gesagt, dann haben wir immer frischen Loot und so. Und können diesen Punkt halt verteidigen, da hätte man auch mal echt mal was zu tun. Ich möchte es nehmen, habe ich jetzt wirklich keinen Platz. Dann kommen sie, wenn wir nicht online sind und hacken uns die Hütte kaputt. Alter. Das ist relativ schwer. Ich habe tatsächlich mal versucht, mit einer Axt eine Tür einzubrechen. Mir ist die Axt kaputt gegangen. Nee, da brauchst du diesen Hammer für. Hammer, ach so. Deswegen hat das nicht. Ich habe keine Planks bekommen, aber ein T-Shirt. Toll. Ganz toll. Ich? Ich habe ja nicht schon eins an oder so. Okay. Kann nicht auch irgendwie T-Shirt wieder zerhacken oder so? Versuch's doch.
Ach, ich baue doch hier. Hier waren wir doch schon. Aha, Ela. So. So, wo ist unser Wocke? Ich stehe hier im Lootparadies. Er steht hier beim Baum. Ja. Und mach gerade Nägel. Ich habe jetzt Nägel. Und zwar 22 Mal. Okay. Achso, da war ich gerade. So. Oh, Wolf. Nee, doch nicht. Und dann? Hirsch. So. Nee, ist ja fast das Gleiche. Ich höre Wolf. Ja, wir nicht. Heule. Irgendwo ist Wolf. Am Auto warst du gerade, ne? Ja. Habt ihr alle Autos schon weggelootet? Denke. Okay. Wie weit geht denn das hier noch? Ja, da hinten sind wir dann gleich wieder rum. Ein großes Loot-Paradies ist es dann ja nun auch nicht, ne? Ja, nee, aber hier kommt ja immer wieder frischer Loot, ne? Denke ich doch mal irgendwann früher oder später. Unter Umständen. Ja, eben. Ich muss aber sagen, ich finde die Kisten Esser sind ganz schön geizig. Wer ist geizig? Esser. Geizig, die geben kaum mal. Hier steht eine Werkbank Blank. Drin. Das sehe ich jetzt erst. Hier steht eine Werkbank. Ach nee, warte mal, hier war ich schon mal. Genau, hier ist eine Werkbank drin, aber was kann man mit der Werkbank machen? Das frage ich mich auch schon, seitdem ich sie gesehen habe. Hier liegt auch noch ein Messer auf dem Tisch. Irgendwas, Dünger? Irgendwas kann man mit der machen, okay. Mit der Werkbank. Ja, aber wie? Kann man irgendwie nutzen. Vielleicht steht das ja in deiner Bibel. Nee, tut's nicht. Da habe ich ja nur Rezepte drin. Oder sie ist quasi, was wie eine Art Crafting-Verstärker, wenn man da in der Nähe steht. Das heißt, die Sachen, die man herstellt, werden automatisch besser oder sowas. Okay, machen wir es folgendermaßen. Also, wenn uns jetzt irgendjemand zuguckt, der das weiß, bitte einmal in die Kommentare schreiben und uns damit helfen. Das wäre schön. Wie mache ich was? How to use Werkbank wäre toll. Yes. Wollen wir auch mal in die Stadt da drüben gehen? Ich zage jetzt den Tisch. Also, ich würde ganz gerne... Oder zu riskant. Ich würde ganz gerne wirklich so eine Hütte oder so ein Haus bauen, dass man mal so ein bisschen Loot da verpacken kann irgendwie. Ja klar, das wäre ja toll, das ist logisch. Ja, deswegen würde ich schon ganz gerne hier irgendwo so eine Hütte zwischenklatschen. Klatsch. Ich meine, da muss man ich jetzt habe nicht, gerade üble Legs. Da muss man ja jetzt nicht gerade die besten Waffen und die kostbarste Munition reinlegen, aber hier so ein Kram wie Salz und leere Flaschen und so ein Schnickschnack. Du. Ja, dass man halt irgendwas hat. Ja. So, wenn die das halt klauen, dann ist nicht so schlimm. Aber wo seid ihr denn jetzt? Wir sind am anderen Ende des Loot-Paradies. Ja, und du sagst... Entschuldigung, du sagst mal wieder nicht, dass du reinkommst. Meine Güte. Doch, ich hab doch Bu gesagt. Okay. Bu ist das offizielle Achtung, gebongt. Ich komme rein. Ja, okay. Nee, Achtung, ich stehe hinter dir. Oder so. Ich schluck mich vor Schreck. Lauft ihr jetzt weiter bis zur Stadt? Da will ich nicht alleine hin. Huch. Das ist nicht das offizielle Hey, ich stehe hinter dir. Entschuldigung. Ich sehe euch. Falls du noch Platz hast, Ela, hier sind zwei Woodplanks. Hier neben dem Ofen. Ich habe so ungefähr gar keinen Platz, aber ich guck's mir mal an. Hat einer von euch denn jetzt schon hier Metal Shard und so ein Kram? Nein. Für so eine mittelgroße Hütte? Nee, habe ich leider tatsächlich nicht gefunden. Ich würde gerne so eine mittelgroße Hütte bauen. Hier mit diesen Metallteilen und so. Kann ich nicht irgendwie einen ganzen Stapel wegschmeißen, anstatt dass ich das mache? Mit der Shift-Taste. Oh, ich habe einen Handschellenschlüssel hier. Ich habe Handschellen gefunden. Ich habe Handschellen.
Nehme ich den mal mit, sicherheitshalber. Ja. Falls hier mal jemand auf lustige Ideen kommt. Hallo Ismo. Hallo Bocke. Okay, das hat mich jetzt kurz verwirrt. Warum? Weil hier im Boden ein Reh steckt und nur der Kopf guckt raus. Und das war kurz etwas irritierend. Oh, denn es bewegt sich natürlich auch. Hier sind Holztüren, die kann man bestimmt zerhacken. Das Fiese ist, ich kann es auch noch schlagen. Nein, oh, das mache ich nicht. Ich bin ja hier, ne? Ich bin tierlieb. Töte das jetzt nicht. Hast du gleich hier wieder alle Aktivisten am Hals? Ja, nee, das wollen wir nicht. Leichenschneiderei. Kann ich... Nein, das bringe ich nicht über mich. Da hätte ich ein schlechtes Gewissen. Ja, komm. Geht nicht. In Wirklichkeit opferst du jeden Abend unschuldige Kaninchen. Ja, genau. Mindestens 3. Kettest sie an den Heizkörper und lässt sie für dich putzen. Ja. Das muss aber eine lange Kette sein, wenn sie da putzen sollen. Naja, macht ja nichts. Tag. Wolf. So, ich habe noch ein paar Woodplanks. Salz. Ja, haben wir auch schon. So, wo ist denn jetzt Wocke? Wir wollen uns ja nicht trennen hier. Ich bin hier unten bei dem Wohnwagen. Das war so toll, ne? So Richtungsangaben in solchen Spielen. Wo bist du? Ja, ich bin hier bei dem Haus. Auf oder ich H8. Bin hier bei dem Wohnwagen. Ja, ihr seid ja gerade beide auch an einem Wohnwagen vorbeigelaufen. Sonst wärt ihr nicht da, wo ihr seid. Entschuldigung, ich bin hier am Ufer lang gelaufen. Ja, richtig. Und am Ufer steht ein Wohnwagen. Okay. Mit einem Blechverschlag daneben. Und einem Geländewagen. Und im Blechverschlag ist ein Bett. Da muss ich mal eben rein. Weil ich glaube, er ist ein ganz schönes Stück hinter uns. Ja, weil ihr einfach immer losrennt und nicht guckt, wo ich bin. Furchtbar. Furchtbar. Fürchterhaftiglich. Ja. Geradezu ekelhaft. Ekelhaftig. Ekelhaftig. Jetzt habe ich nasse Füße, ganz toll. Passiert das eigentlich wirklich? Nein. Erkälte dich nicht. Was passiert wirklich? Opfer Wilderness Camp. Okay. Toller Name. Ich fragte mich gerade, ob man nass wird, wenn man durchs Wasser läuft. Ja. Unweigerlich. Also ihr seid schon bei... Gott! Ihr seid schon bei den Häusern? Warum machst du den nicht kaputt? Ja, sind wir. Hier ist ein Wolf. Warum? Mach ihn doch tot. Ja gut. Muss mal schnell was essen. Töte es nochmal. Töte es so lange, bis es tot ist. Hier hast du ein bisschen Fleisch und Fett und so, falls du es mitnehmen könntest. Hast du alle Taschen voll? Ja. Okay. Huch, wo ist es denn? Da vorne ist ein... Hm? Ach da. Gott! Da ist schon der nächste. Das ist... Ich habe keinen Platz dafür, das ist bedauerlich. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch noch nicht. Kirche? Ufer. Nein, das sind nicht. Ich laufe jetzt in die Stadt rein, ne? Warum läufst du denn in die Stadt rein? Ja, weil ihr mir gerade gesagt habt, ihr seid schon bei den Häusern. Nein. Ah, Zombie. Wie nein? Nicht bei den, nicht bei den nicht. Häusern. Alter. Atatatatatatata. Ah! Warum eiert denn der so rum? Wollen wir Wocke retten gehen? Mein Spiel ist abgestürzt. Dein Spiel ist abgestürzt? Mein Spiel ist abgestürzt. Na toll. Das ist blöd. Das Geile ist, das Video ist kaputt. Was? Ja. Wie kaputt? Kaputt halt. Ja, wie kaputt? Nur zur Hälfte. Kann er nicht öffnen. Was? Kann man das nicht reparieren irgendwie? Bei welchen Häusern seid ihr denn jetzt um alles in der Welt? Immer noch beim Lootparadies. Wie, warum das... Ah, wieso seid ihr denn jetzt beim Lootparadies? Ich bin hier eine halbe... Wir sind die ganze Zeit beim Lootparadies. Wir sind dann hier weggegangen. Da, diese hier meinst du. Ach so. Ich kriege einen Herzfehler. Okay. Nein, das ist nicht okay. Nein? Oh, hier ist ja was zu essen. Nee, das ist Kaffee. Oh. Kannst du nicht arbeiten?
Bist du jetzt an der Stelle, wo ich gerade Kaffee gelootet habe? Ja. Gut. Dann müsstest du jetzt hier irgendwo sein. Da ist er. Okay. Ela, du bist raus, ne? Ich bin rausgeflogen. Okay, dann machen wir mal kurz einen Break an dieser Stelle. Und warten, bis Elas Spiel wieder gestartet ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Tschüss. Danke. Tschüss. Bis gleich.